Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Oh, heute bin ich früh. Ja? Gestern Abend habe ich X-Faktor geguckt. Da sind ja immer diese unheimlichen Fälle da. Manche sind erfunden und manche sind wahr. Ja, und gestern Abend dann, ja, da waren dann die sehr unheimlichen Fälle, ne? Für in Anführungszeichen Erwachsene. Ne? Ja, da konnte ich heute Nacht nicht schlafen, weil ich da davon geträumt habe. Ne? Weil die unheimlichen Dinge, die waren wahr. Ne? So, das Ganze macht es mir aber auch möglich, weil ich jetzt nicht schlafen konnte, dass ich ein bisschen früher die Karten lege. Ne? Jo, wir gucken heute mal, morgen haben wir ja Halloween, da mache ich eine Halloween-Legung. Jo, und heute könnten wir eventuell mal für die nächsten 3 Tage mal so gucken, ob sich das mit der Wochenlegung da ein bisschen abgleicht, wie die Energien sind. Ne? Energien sind im Moment schwer, ne? Und jeder fühlt sich müde, keiner fühlt sich gut. Ne? Die meisten schlafen nachts nicht. Ne? Ja, also heute habe ich mal die Idee was von der Petra Arndt. Hab mal von Doreen Berthiaume die Engel. So, als Hauptkarten habe ich die Regula Elisabeth Viehstahl, die Kipper. Gucken wir mal auf die nächsten 3 Tage. Ne? Ja, ich bin auch noch müde, ne? Bin normalerweise nicht gewohnt. Nachts hatte ich zu schlafen, da wurden die Uhren umgestellt, ne? Muss man sich auch erst dran gewöhnen. Mir fällt auch auf, dass jeder mittlerweile viele Leute so schlecht gelaunt sind, aggressiv, ne? Jo, unzufrieden. Ja, herrscht keine gute Stimmung. Deswegen verbrenne ich jeden Morgen 2 Lorbeerblätter, ne? Solltet ihr vielleicht auch mal probieren. Das ist gut für die Gesundheit und gut fürs Raumklima und hält so das Negative fern, ne? Im Namen Gottes, wie geht's denn die nächsten 3 Tage? Ja, er wird eine feste Partnerschaft eingegangen. Liebesbeziehung oder geschäftlicher Vertrag, ne? Da müssen wir auf die umliegenden Karten gucken, ne? Es dreht sich alles um Partnerschaft, Familie, freundschaftliche Bindungen, ne? In der Liebe zieht man eventuell zusammen, verlobt oder heiratet. Beruflich, eventuell Teamarbeit, dreht sich aber auch um familiäre Bindung, ja, die nächsten 3 Tage. Ja, also da muss man sich scheinbar von Amts wegen fügen. Hier kommt irgendwas mit dem Gericht, etwas, was auf jeden Fall kommt. Ne? Andere entscheiden hier drüber, ob und wie du deine Pläne umsetzen kannst. Ne? Vielleicht kriegst du es mit dem Gericht zu tun, mit Rechtsvertretern oder es kommt zu Streitigkeiten, wo du vielleicht einen Anwalt brauchst, Staatsanwalt, Jurist, Notar, Gerichtsvollzieher, Polizist, ne? Ja, weil, ja, eins von denen, ne? So, und dabei, im Namen Gottes, geht eine Sache zu Ende, eventuell schmerzhaft. Ende ist ja immer ein bisschen schmerzhaft, ne? Selbst wenn etwas ja negativ war, ne? Dann ist das immer mit Aufregung verbunden. Aufregung ist immer schmerzhaft, ne? Hier wird Abschied genommen, es kommt zu einer radikalen Veränderung, die wo wir ja auch schon die ganze Zeit in den Karten liegen haben. Ne? Zum Ende einer Beziehung, aber Ende einer Beziehung, die wo eventuell nichts mehr war. Ne? Ja, Abschied nehmen kann natürlich auch positiv gemeint sein, dann etwa, wenn du krank bist und die Krankheit geht zu Ende. Du sollst auch umdenken, weil es so nicht weitergehen kann. Ne? Beruflich Kündigung, vielleicht gehst du auch in Pension. Ne? Vielleicht dreht sich's auch um deine verstorbenen Angehörigen, ne, dass du da viel dran denkst, ne. Jo, und kann sein, dass du ein bisschen verminderte Energie hast, anfällig für Krankheiten, ne. Ja, so dunkel veränderlich ist die Karte ein bisschen, ne. Ja. Aber es stirbt niemand, ne. Auch wenn oben Todesfall steht. Todesfall steht immer für Ende, für Veränderung, für Transformation. Geht's denn weiter? Oh, aber alles wird gut. Oh, bin ich so froh, dass diese Karte gefallen ist.
ja, also die ganzen Sorgen und Probleme, die lösen sich auf. Du wirst Harmonie und Liebe, Freundschaft und Familie haben. So, hier geht eine Partnerschaft zu Ende, ne, oder ist schon zu Ende gegangen. Da kommt es zu einem Happy End, zu einer neuen Partnerschaft, die wo du dir vielleicht wünschst, ne. In der jetzigen Zeit gut manifestieren, immer den Schöpfungsbefehl, ich bin. Ich bin kerngesund, ich bin froh, dass der richtige Partner jetzt in mein Leben kommt, ne. Ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht. Ich bin geschützt vor dunklen Mächten, vor dunklen Menschen, ne. Beruflich kriegst du vielleicht auch neue Partnerschaften oder steigst in den Beruf, wo du bist, auf, ne. Läuft alles bestens, ne. Also auch wenn Karten jetzt hier schwierig liegen, wenn diese Karte dabei ist, ist ein guter Ausgang immer sicher, ne. Auch finanziell, ne. Ja, außerdem, wir haben ja die ganze Zeit schon Vollmond, also Vollmond mit Mondfinsternis gehabt auch, ne. Jetzt geht's auf Halloween zu, ne? Da werden die Schleier der zur geistigen Welt, die werden lichter, ne? Ja, außerdem wirst du ein bisschen hellsichtiger, ne? Du hast so Vorahnungen, ne? Ja, bist vielleicht nicht ganz so sicher damit, aber du hast Vorahnung, ne? Kein Handeln im Außen, aber innerlich handelst du, ne? Du hast Sehnsucht nach einer Partnerschaft, wenn du Single bist oder eine toxische Partnerschaft hast, wo du unglücklich bist, ne? Ja, hast aber im Moment so keine Bereitschaft, für aktiv zu werden. Und vielleicht geht's auch nicht, weil du ein bisschen krank bist, ne? Beruflich denkst du vielleicht über einen Berufswechsel nach. Auf jeden Fall geht's hier mal um Dinge, die das Schicksal für dich bereithält, ne? Von denen du noch gar nichts weißt, ne? Hast aber keinen Einfluss, die Wartezeit zu verkürzen, ne? Du sollst einfach auf Gott vertrauen, ne? Ja, wenn du niemandem mehr vertrauen kannst, Gott kannst du vertrauen, ne? Der lässt sich nie im Stich, ne? Körperlich geht's vielleicht um deinen Genesungsprozess, ne? Vielleicht auch um eine Schwangerschaft, wenn du jung bist, ne? Auf jeden Fall bist du mal sehnsüchtig abwartend, ne? Ja, ein Neubeginn kommt auf dich zu und das möchtest du auch, ne? Du bist sehnsüchtig abwartend auf diesen Neubeginn, wo aber alles schöner wird, ne? Ja? Hast auch schon eine Vorahnung, dass sowas kommen wird, dass da eine neue Liebe kommt, ne? Neuanfang in der Liebe, vielleicht mit jemandem aus der Vergangenheit, ne? Haustiere und Raben sind hier für den Neubeginn. Raben stehen ja für Gerechtigkeit, ne? Und für die geistige Welt. Ja, vielleicht machst du auch einen neuen Job oder ein neues Projekt in derselben Firma, ne? Zeitfaktor Beginn jetzt, ne? Ja, im Moment hast du vielleicht ein bisschen wenig Geld, ne? Jo, aber das wird noch mehr. Also es dreht sich alles um ein Ende und um einen Neuanfang, wo aber alles gut wird. Im Namen Gottes. Was ist denn doch wichtig die nächsten 3 Tage? Oh, Geschenk bekommen. Also ich hoffe wirklich, dass diese Karte noch viele zutreffen, ne? Hier habe ich die Glückskarte. Die Wunscherfüllung, Besuch, Lob, ne, schenken, beschenkt werden, Lebensfreude. In der Liebe kriegst du dann endlich, wenn du eventuell jemanden Neuen kennenlernst oder wenn schon kennengelernt hast, Zuwendung, ne, Erfüllung in deinem Beruf. Vielleicht kriegst du eine Lohnerhöhung, aber Anerkennung. Die Karte steht für das sprichwörtliche Geschenk des Himmels. Ne. Vielleicht kriegst du körperlich die richtige Behandlung, gehst mal in Kur oder so. Ne. Finanzen, irgendein Geldgeschenk, super. Ne? Außerdem hast du jemanden, der wohl dich unterstützen wird. Hier kommt ein Retter in der Not. Sollte er noch nicht da sein. Ne? Älterer oder reifer Mann. Ne? Jemand, der wohl Macht und Autorität hat und Durchsetzungsvermögen. Ne? Ja, jemand, auf den aber auch Verlass ist. Könnte ein Ex-Partner sein aus der Vergangenheit, ein älterer Partner. Jemand, von dem du dich innerlich schon gelöst hast. Ne? Oder ein Geliebter, ne? Also ich rede immer aus der Sicht einer Frau, Männer bitte rumdrehen, ne? Ja, ja, Altersbeschwerde, wenn du schon ein bisschen älter bist. Vielleicht ist es auch ein Vorgesetzter, wo dir da ein bisschen hilft, ne? Ja, so, die Veränderung haben wir schon, deswegen lassen wir die liegen, ne? Lass dich überlaschen, schnell kann es geschehen, dass die Vollmondwünsche in Erfüllung gehen. Im Namen Gottes.
Was ist denn noch so die nächsten 3 Tage so wichtig? Mal gucken, was die Engel sagen. Ich sehe gar nicht heute richtig, ne? Mir fehlt der Schlaf, ich hab's am Kreislauf. Oceana, handle. Du bist in dieser Situation in Kontakt mit deiner Wahrheit, ne? Egal, was für einer das jetzt auch ist, ne? Vertraue deinem Bauchgefühl und behaupte dich auf eine liebevolle Art und Weise, ne? Das bedeutet, dass andere mit dir nicht so gut umspringen und du lässt dir wahrscheinlich alles gefallen. So, da kannst du ja aber liebevoll sagen, oh, ich möchte das auch mal gerne anders haben, ne? So. Außerdem bist du ein spiritueller Lehrer. Du bist befähigt, andere zu beraten und ihnen zu helfen, ne? Ihre geistigen Gaben und ihre göttliche Lebensaufgabe zu erkennen, ne? Wir sind ja aus bestimmten Gründen inkarniert, ne? Außerdem steht eine neue Romanze vor der Tür. Wir haben ja hier den Neubeginn und guter Ausgang in der Liebe, ne? Ja? Aha. Sei es mit jemand Neuem oder durch Wiederentfachen der Leidenschaft in einer existierenden Beziehung, die nicht toxisch war, oder jemand aus der Vergangenheit, ne? Ja, da kannst du dich schon drauf freuen, kannst bereit sein, Liebe zu geben und zu empfangen, ne? Ja. So. Was ist denn noch wichtig die nächsten 3 Tage? Mir geht schon wieder die Nase zu. Bei uns regnet es wie aus Eimern, ne? Sieg! Oh! Super! Dein Wunsch erfüllt sich, was immer das auch sein mag, ne? Setze deine gute Arbeit fort. Oh, das ist schön. Also ich bin immer wieder froh. Manchmal, wenn ich morgens auch nicht so gut drauf bin. Ja, und leg dann die Karten und da lege dann so schöne Karten da. Da denke ich immer, super, ne? Ja, vorsichtig soll es aber auch ein bisschen sein in einer Situation, ne? Da tut Vorsicht Not. Schau dir eine Situation genauer an, bevor du weitermachst, ne? Ja, so. Gucken wir mal weiter. Moment mal, meine Liebe, ich muss mal da Nasenspray in die Nase machen. Ich bin da im Regen rumgelaufen. Ich habe meiner Mama noch das schöne Gesteck gemacht. So, da bin ich auf den Friedhof rumgegangen. Da wollte ich auf den Friedhof das hinbringen für alle Heiligen. Und da regnete es wie aus Eimern, ne? Und da stand ich da mit dem Schirm und einem Freund, der wo mich begleitet hat, ne, im strömenden Regen. Da habe ich mal bestimmt die Freck, sagen wir hier im Saarland, geholt. So, wie geht's denn weiter die nächsten 3 Tage? Oh, erinnere dich an deine Kindheitsträume, ne? Die hast du vielleicht alle brach liegen lassen, ne? Die Schlüsselblume öffnet verborgene Seelenräume in dir und schließt in dir den Himmel auf. Ne? Guck mal, die ist, das Kleidchen ist aus der Schlüsselblume gemacht. Ne? Ja, vielleicht hast du die ganze Zeit Mauern vor deiner Nase gehabt. Ne? Konntest nicht so, wie du wolltest. Diese Begrenzung lösen sich jetzt auf. Ne? Ja, genau. Du bist auch ein Sieger. Ja, habe Mut zum Risiko. Der Ginster vertreibt alles Dunkle um dich herum. Und erfüllt dich mit Lichtkraft und Zuversicht. Zuversicht kriegst du ja meistens auch durch negative Leute geholt, ne? Ja, du wärst permanent angegriffen. Das wird aber immer nur der angegriffen, der wohl den Ball hat, ne? Ja, viele Leute, wo vielleicht auch ein bisschen neidisch auf dich sind, ne? Die Schleier lichten sich auch zur geistigen Welt. Das habe ich ja schon gesagt, ne? Der Haselstrauch ist Ermittler zwischen den Welten und kann dich mit Naturgeistern in Kontakt bringen, ne? Aha. Ja, wir haben ja morgen Halloween, ne? Und bewahre alle schönen Erinnerungen mit der Vergissmeinnicht in dir auf, ne? In deinem Herzen. Ja, sammle Blumen für den Winter, nimm Abschied in Liebe und wisse, nichts geht verloren, alles verwandelt sich. Also das deutet darauf hin, dass wir uns in einer großen Veränderung befinden. Im Namen Gottes. Niemand anders wie der Würfel fällt, doch nichts geschieht durch Zufall auf der Welt. Für die nächsten 3 Tage im Namen Gottes. Ach, ja, du hast es mit falschen Leuten zu tun.
Ja, falsche, verlogene Leute, die wo dich belügen, betrügen, bescheißen, dir was vormachen, jo, sich selbst was vormachen, ne? Ja, hier habe ich den Fuchs, ne? Die verraten sich aber auch, ne? Also das sind meistens auch nur toxische Leute, weil ehrliche, anständige Leute, die belügen dich ja nicht, ne? Ja, die verursachen eine Menge Stress bei dir. Hier habe ich die Vögel, ne? Ja, da fühlst du dich unruhig, nervös, ne? Geht dir halt eben nicht so gut, ne? So, und die werfen dir auch Steine in den Weg, ne? Hast du immer eine hohe Bergwand vor dir stehen, ne? Statt eine schöne Weite, wo du durchlaufen kannst, ne? Dreht sich alles immer wieder im Kreis, ne? Ja, wie ein Drehkreisel, ne? Immer wieder passiert dasselbe und täglich grüßt das Murmeltier. Und da sollst du ja raus, ne? Ja, das kann natürlich sein, dass das in der Liebe ist, ne? Dass es eine Person ist, ne, mit der, wo du eine Partnerschaft mal eingegangen hast, oder eine Ex-Partnerschaft, ne, jemand, der wo dich nicht liebt, der wo selbst verliebt durch die Gegend läuft, ne, ja. So, da gucken wir mal weiter. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig die nächsten 3 Tage? Aha. Ja, hier ist jemand, der wo deinen Korb geleert hat, ne. Also hier geht es darum, du bist wahrscheinlich ein sehr lieber Mensch und du gibst alles her, du gibst auch deine Zeit und alles, die ist ja auch kostbar. So, dein Korb ist geleert, ne? Aber irgendwie tut niemand was rein, weil er ist immer noch leer, ne? So, da kommen jetzt Leute auf dich zu, Freunde, ne? Die wo dich unterstützen, die wo dich lieb haben, die wo für dich kämpfen und dir auch etwas geben, ne? Außerdem wartet ein starker Beschützer auf dich, ne? Der Wolf, ne? Jemand, wo der treue und loyal ergeben ist, der wo dich beschützen möchte, geschickt von der geistigen Welt, ne? Kann sein, dass du Botschaften aus der geistigen Welt erhältst, wie du in ein schönes Leben kommst, in deinen Neuanfang, ne? Das, was dir zusteht, ne? Außerdem steht die Krähe für Gerechtigkeit, ne? Es kommt Gerechtigkeit in deine Situation, ne? So, dass du dich mal wieder frei fühlst, ne? Wie Aladdin auf dem fliegenden Teppich, ne? Im Namen Gottes. Was kommt noch die nächsten 3 Tage? Oh je, man merkt, was wir für eine Energie haben. Streitigkeiten, ne? Streitigkeiten von Leuten, die wo falsch sind, die wo aggressiv sind, eben schlecht gelaunt sind, eben nicht gut mit dir umgehen, ne? Ja, also die Energien sind genau so im Moment, ne? Also wir haben im Moment eine sehr streitbare Energie. Viel negative Energie, viel Streitigkeiten, ne? Ja, genau. Ja, viel dunkle Leute, die wo dich auch erschrecken, ne? Ja. Für diese Leute läuft die Zeit ab, ne? Ja, hier habe ich die Uhr, ne? Für diese Leute, wo sich immer täglich im Kreis rumdrehen, ne? Bei dem, wo es dir nicht gut geht, ne? Die wo wie ein Schatten immer hinter dir sind, dass du dich nicht frei fühlst, ne? Ja. Ja, kann sein, dass hier Geldprobleme eventuell für Streitigkeiten sorgen, ne? Oder dass jemand deswegen da seine Laune an dir auslässt, kann auch sein, ne? Ja, Hochhaus. Ja, eigentlich geht es darum, dass du höher hinaus sollst, ne? Hochhäuser stehen aber auch in einer Großstadt, ne? Es kann eventuell auf einen Umzug hinweisen. Vielleicht rechnest du, wie du das schaffen kannst, ne? In ein neues Leben reinzuziehen, ne? So. Jetzt hole ich aber mal im Namen Gottes noch. Au, oh, und die ist umgefallen. So, egal was jetzt hier liegt, ne, deine Situation, die wird sich definitiv verbessern, ne? Du kannst deine Pläne realisieren, was immer das auch für welche sind, ne? Deine Persönlichkeit entwickelt sich immer mehr, ne? Du wirst vielleicht eine neue Liebe kennenlernen, wenn du die schon kennengelernt hast, ne? Jemand, der wo zu dir gehört, ne? Wo du vertrauen kannst, das ist alles bestens. Wenn nicht, kommt das auf dich zu. Die Karte sagt nämlich aus, dass etwas je nach Frage sicher eintreffen wird und sich zum Guten wendet.
Vielleicht kriegst du immer mal, endlich mal Anerkennung und Wertschätzung für das, was du so tust. Auch aus deiner Familie, körperliche Genesung oder auf deiner Arbeit. Ne? Ja. Ja, ein glückliches Leben wartet auf dich, wo du wieder in dir ruhst, ne? Zukunft. Ne? Ja, wo dir alles gelingt, innerer Reichtum, wo du dich körperlich auch wieder wohlfühlst. Weil wenn du unglücklich bist, dann wirst du körperlich auch krank. Ne? Also diese Karte, ich fühle mich heute auch nicht gut, ne? Sagt eine angenehme Lebensphase an, in der du das Leben in vollen Zügen genießen kannst. Finanzen, vielleicht sogar Wohlstand. Ne? Jüngerer Partner oder Partnerin, ein gut bezahlter Job, Spaß an deiner Arbeit. Ne? Ja, also die Zukunft sieht sehr positiv aus. Jetzt hole ich aber mal nochmal die Lenormand-Würfel. Die haben mir gar nicht gefallen. Wie geht's denn weiter die nächsten 3 Tage? Ja, das, was sich im Kreis dreht, ne? Diese ganze Streitigkeiten, ne? Hier habe ich die Routen, ne? Ja, das wird spontan, wird da was weggekürzt, ne? Also spontan wird das, dass sich immer alles im Kreis dreht, ne? Diese ganzen Streitigkeiten, ne? Ja, die, wo du wahrscheinlich abkriegst, wo du nicht gut behandelt wirst, das wird spontan weggekürzt, damit du in deine Ernte gehen kannst, ne? Hier kommt es zu einer großen Reinigung, weil die Routen stehen auch für Reinigung, ne? Hier wird etwas die Türe rausgekehrt, etwas beendet, ne? Ja, etwas, was sehr belastend wahrscheinlich für dich war, ne? Hier wird etwas beendet, begraben, da wird sich davon verabschiedet, ne? Damit etwas Neues kommen kann, ne? Ja, genau. Ja, Reinigung, Beendigung, damit du wieder neue Hoffnung kriegst, in deine Wunscherfüllung gehen kannst. Wahrscheinlich kommt, wenn du die noch nicht gefunden hast, die wahre große Liebe auf dich zu. Ne? Du bist beschützt von Gott, ne? Findest auch deine Berufung. Ne? Also mit diesem Stern und mit dieser Karte da oben, guter Ausgang in der Liebe, wird alles gut. Ne? Ja, zieh dich von diesen ganzen toxischen Leuten, die wohl so ihre Laune da an dir auslassen, zieh dich zurück, machst dir vielleicht zu Hause gemütlich oder geh spazieren, wenn es bei dir jetzt nicht regnet, ne? Zieh dich ein bisschen zurück, ne? Ja, und schütze dich. Hier habe ich das Pentagramm, ne? Schütze dich vor allem Negativen, ne? Also ich verbrenne jeden Morgen 2 Lorbeerblätter, ne? So, hier trampeln auch Leute auf deinem Herz rum, ne? Das wo tatsächlich schon viele Verletzungen erlitten hat, ne? Ja, das soll ja heilen, ne? So, du sollst wieder in deine Leichtigkeit und eventuell kommt da ein neuer Seelenpartner auf dich zu, ne? Ja, jemand mit dem, wo du dich richtig gut verstehst, einfach nur der Richtige, der wo mit dir in dieselbe Richtung blickt, wo du im Frieden bist, im Vertrauen bist, wo du dich wohlfühlst und zu Hause angekommen, ne? Alle Menschen dieser Welt sind auf der Suche, ihr Zuhause zu finden. Ne? Bergarbeiter, Vertreter, Bienenzüchter, Schwertschlucker, wir alle. Ne? So, aber stell dir mal vor, du bist ganz allein, du irrst durch ein dichtes Schneegestöber, spürst nur die Schwere deiner Beine im dichten Schnee, deine Hilferufe verhallen ungehört im Wind. Wie einsam fühlt man sich dann? Wie weit weg kann dann das Zuhause sein? Ne? So, und die geistige Welt, die sieht das. Ne? Die möchte dir helfen. Fühlt sich wahrscheinlich auch einsam. Ne? Ja, niemand, der wo auf deiner Seelenmelodie mitsingt. Ne? Im Namen Gottes. Jo, jeder holt von dir nur den Keks. Ne? Also hier sind Leute, da gibst du den ganzen Keks, die werfen dir nur die Krümel hin. Dein Korb ist mittlerweile leer, ne? Die Krümel auf dem Boden sieht man ja nicht, ne? Ja, toxische Leute hast du um dich rum, ne? Also hier habe ich das Hexenhäuschen, ne? Jemand, der wo dich in Versuchung führt, ne? Dieser falsche Fuchs, der wo vorhin da lag, ne? Ja, aber wo dir nichts Gutes will, ne? Bei Hänsel und Gretel ist das ja so. Die kommen ja in das Hexenhäuschen, die Hexe, die lockt ja mit den Süßigkeiten am Häuschen und verspricht denen alles, ne? Und wenn sie dann reinkommen, will sie dann den Händel dann messen und fressen, ne? Also hier ist jemand um dich, der meint sich gut mit dir, der will dich aber verführen. Aber da zaubert die geistige Welt mit, ne?
wie bei Aschenputtel, ne? Du kriegst die Möglichkeit, in ein neues Leben zu gehen, in deine Wunscherfüllung. Die geistige Welt unterstützt dich überall. Wenn du dich allein fühlst, ne? Du bist nie allein. You are not alone. Ja, wenn ich es jetzt noch weiter wüsste, ne? Ja. So, jetzt höre ich noch einmal einen Engel und dann mache ich Schluss, ne? Wie geht's denn weiter die nächsten 3 Tage, liebe geistige Welt? Ja, Ariel, neue geistige und hellsichtige Erfahrungen verändern deine Sicht der Welt und deiner selbst. Also die kommen jetzt auf dich zu, weil wir haben ja eine angeborene Hellsichtigkeit, ne? Bei den meisten Menschen ist die nur verschüttet. Die haben wir aus der geistigen Welt mitgebracht, weil wir geistige Wesen sind, ne? Ja. Erlaube deinen geistigen Gaben sich zu entfalten durch Lernen, Beten und vielleicht meditierst du auch mal, ne? Das gewünschte Ergebnis von dir wird sich in Kürze einstellen, ne? Hab Geduld und vertraue. Ja, Geduld. Ja, manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, ne? Und versuche nichts zu erzwingen. Das funktioniert sowieso nicht, ne? Wenn etwas nicht funktioniert, ist es oft nicht für dich bestimmt. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du weißt nicht, für was das gut war, dass du zum Beispiel diesen oder jenen Partner nicht bekommen hast, ne? Oder dies oder das nicht funktioniert hat. Außerdem ist Erzengel Michael immer an deiner Seite, ne? Der wo halt eben die niederen und bösen Energien bekämpft, ne? Er will dir sagen, dass er bei dir ist und dir Mut gibt, die Lebensveränderungen durchzuführen, die du zur Erfüllung deiner göttlichen Lebensaufgabe und deiner Wunscherfüllung brauchst, ne? Also du bist nicht allein, ne? Ja? Deine Tränen sind auch meine, deinen Kummer spür auch ich. Du bist niemals ganz alleine, wo ich bin, denk ich an dich. So, das ist jetzt die geistige Welt. Ich habe mal in Vertretung gesungen. So, das war's dann aber auch mal von mir, ne? Also alles wird gut, egal wie es im Moment ist, ne? Ja, vielen geht's im Moment nicht gut, ne? Die leiden unter diesen ganzen toxischen Leuten, ne? Unter diesen ganzen, jo, egoistischen Leuten. Aber das wird alles gut. Du gehst in deine Wunscherfüllung, ne? Eine große Veränderung wartet auf dich, ein Neubeginn, ne? Und dann sagst du natürlich ja. So, dann wäre ich mal am Ende von dieser Legung. Ne? Ich freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar, wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst. Dann kriegst du die Videos nämlich immer angezeigt. Ne? Jo, ansonsten hoffe ich, konnte euch wieder ein bisschen helfen. Wir sehen uns dann morgen wieder, wo ich dann die Halloween-Legung mache. Ne? Ich danke euch mal wieder fürs Zuhören. Lasst euch nicht unterkriegen. Denkt immer dran. Ne? Die, wo euch auf eurem Selbstwertgefühl darum trampeln. Ne? Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst zu zweifeln. Ne? Du bist ein guter, liebevoller Mensch und hast nur das Beste verdient. So, dann danke ich euch mal wieder und wünsche euch einen schönen Tag.